Herzlich willkommen zur SRK-TV-Reportage. Unser Weg führte uns diesmal nach Alzenau im Norden Bayerns. Dort haben wir für Sie die Modernisierung einer Wolf-Heizungsanlage begleitet. Das Haus ist 2000 gebaut, gekauft habe ich 2004. Eine Photovoltaikanlage ist auf dem Dach und im Keller haben wir eine Brennwerttherme, die vor 3 Jahren getauscht wurde von der Firma Wolf. Das Haus ist 230 Quadratmeter groß und komplett mit Fußbodenheizung ausgerüstet. Da wir im Keller schon eine Wolf-Heizungsanlage haben, habe ich mir beim Heizungsbau überlegt, wie kann man das verbessern und wie kann man Kosten sparen. Zusammen mit der Firma Scheibwall haben wir ein Konzept erarbeitet, was und wie man das am besten umsetzen kann. Wir sind zu der Lösung gekommen, dass wir im Sommer eine Luft-Wärmepumpe der Firma Wolf nehmen und den großen 1000-Liter-Speicher, um später auch noch andere Wärmequellen einzubinden. Die Installation hier im Hause, es ist ein Gasbrennwertgerät verbaut. Wir haben mit dem Kunden gemeinsam überlegt, wie kann man das Ganze energetisch noch sinnvoller gestalten hier im Hause. Daraufhin haben wir uns entschieden, erstmal einen größeren Wasserspeicher einzubauen, einen sogenannten Multifunktionspufferspeicher. Ja, und um dieses Gesamtkonzept auch für das komplette Jahr abzurunden, haben wir uns weiterhin entschieden, eine Luftwärmepumpe hinzuzufügen, ja, die über den Sommer oder über die wärmere Jahreszeit die Warmwasserversorgung, gegebenenfalls Teile der Heizungsversorgung zu übernehmen. Im Winter soll weiterhin die bestehende Gasbrennwertheizung das Heizsystem übernehmen, ja, um die Energiekosten dann gering zu halten. Wir haben ein Zeitfenster eingeplant für die Modernisierung oder den Umbau der Anlage von ca. 3 Arbeitstagen. Da wir seit einigen Jahren mit der Firma Wolf eng zusammenarbeiten, fiel hier die Entscheidung überhaupt nicht schwer, das System durch weitere Komponenten der Firma Wolf zu ergänzen, um ein einheitliches Gesamtkonzept darzustellen, was auch regelungstechnisch keinerlei Schwierigkeiten dann untereinander darstellt, weil wir alles von einem Hersteller beziehen. Das Unternehmen Wolf begleitete diese Modernisierung aktiv. Ja, die Firma Scheibwall hat sich bei uns gemeldet und hat im Prinzip gesagt, hier gibt es eine Gasbrennwerttherme von Wolf und hier sollte eine Anlage effizienter aufgebaut werden mit einer Split-Wärmepumpe von Wolf. Also das ist eine 20 kW Wolf-Gastherme, eine CGB und die war jetzt 3 Jahre hier im Betrieb. So, und das ist hier die Außeneinheit der Splitwärmepumpe. Sie sehen hier den Doppelläufer und der große Vorteil, der Doppelläufer, sie ist extrem leise. Das heißt, wir reden hier von 54 dBA. Das ist der BSP, Wolf BSP 1000 Speicher mit einer Frischwasserstation. Der große Vorteil dieses Speichers ist erstmal zukunftsorientiert. Das heißt, ich kann mehrere Energieträger einbinden. In diesem Fall ist es zum Beispiel unsere Split-Wärmepumpe. Solch eine bivalente Anlage benötigt genau aufeinander abgestimmte Komponenten. Vorteil von diesem Speicher ist halt, dass wir eine Frischwasserstation montiert haben. Das heißt, wir sind von der Trinkwasserseite hygienisch rein. Wir haben eine Leistung von 40 Liter in der Minute bei ca. 45 Grad Auslauftemperatur. Und das ist eigentlich im Komplettsystem sehr energetisch, sehr energiesparend. In den Sommermonaten zum Beispiel gehen wir hin und füllen eigentlich nur die obere Kappe des Schichtenspeichers, was schon der Name sagt, Schichtenspeicher, weil wir einfach die Temperatur in Etagen einschichten. Und im Sommer saugen wir eigentlich nur oben aus der Kappe ab und machen darüber das warme Wasser. Wichtiger Punkt, bei der Inbetriebnahme kommt es auf die genaue Einstellung der Parameter an. Generell vom Display ist es so, wenn ich hier mal einsteige in die Regelung, das ist jetzt unsere Grundanzeige hier. Wir haben oben die aktuelle Uhrzeit. Wir haben in der Mitte die aktuelle Vorlauftemperatur der Wärmepumpe jetzt. Und wir haben der aktuelle Druck von der Anlage. Noch komfortabler wird diese Anlage natürlich dadurch, dass wir hier in der Maschine ein sogenanntes ISM 7i-Modul haben, das hier mit dem hausinternen Netzwerk verbunden ist. Dadurch hat der Endkunde die Möglichkeit, sowohl über sein Smartphone als auch über seinen PC die Anlage zu steuern. Gleichzeitig ist auch noch die Möglichkeit, wenn mal eine Störmeldung da ist, dass mir von Mainburg aus
die Anlage kontrollieren und schon erste Schritte einleiten können für einen Kundendiensteinsatz für den Fachhandwerker. Diese Möglichkeit muss der Endkunde uns aber geben und uns dafür freischalten. Generell von der energetischen Seite der Anlage ist natürlich immer wieder wichtig, dass die Anlage zunächst hydraulisch sauber eingebunden ist und auch, dass im Haus ein hydraulischer Abgleich stattgefunden hat. Ansonsten ist halt die Energieeffizienz so einer Anlage nicht optimal. Da ich sehr technikbegeistert bin und auch mich sehr informiert habe, ist es für einen Heizungsbauer und mich eigentlich die beste Lösung. Sobald das, wenn später mal die Rahmenbedingungen besser werden, kann ich auch den Strom aus der Photovoltaikanlage für die Wärmepumpe, den Betrieb der Wärmepumpe benutzen. Noch ein Aspekt war für uns, da wir die große Familie sind, auch dieser Kosteneffekt, dass wir dadurch auch im Nachhinein, auch für Jahre später sparen. Nach 3 Arbeitstagen war die Anlage installiert und die Familie Blumeur verfügt nun über eine zukunftsorientierte Heizung. Mit der Ausführung von der Firma Wolf und der Firma Scheibal bin ich sehr zufrieden und ich würde jederzeit das wieder machen lassen und warte jetzt mal auf die Einsparung, die wir durch diese neue Anlage ins Haus steht. Das war die SHK-TV-Reportage. Die Modernisierung der Heizungsanlage ist vollbracht und die Familie in Alzenau zufrieden. Morgen geht es hier weiter mit unserer Marktsendung. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.